Ja, gute. Erstmal ein Servus nochmal und aus dem Journal. Wir wollen euch heute einfach ein bisschen mal von uns was näher bringen, was die Burger betrifft, unter anderem die Qualität, die Nachhaltigkeit, dass ihr einfach mal so einen Einblick kriegt, was hinter den Kulissen passiert, bis von Anfang bis Ende, bis es zu euch nach Hause kommt. Hier verarbeiten wir deutsches Rindfleisch aus dem hessischen Lande, wird frisch gewolft. Danach wird das Fleisch etwas gesalzen und das war es eigentlich schon. Ansonsten kommt an unser Fleisch keine Zusatzstoffe, keine irgendwelche Bindemittel und. Einfach nur frisches Fleisch, grobes Salz, etwas Pfeffer und fertig. Danach werden unsere Patties portioniert, im Vorfeld abgewogen, dass sie immer die gleiche Größe haben. Und dann werden sie einzeln frisch gepresst. Das A und O, wie gesagt, aus unserer Sicht für einen Burger ist natürlich das Patty. Aber ganz klar auch nicht zu vernachlässigen ist unser Bun. Extra vom Bäcker, Brioche-Teig. Richtig schön mit Hefe, viel Butter, Ei. Weil das ist das, was das Ganze knusprig macht und abrundet. Das ist also, wie gesagt, für uns das Highlight. Ein schöner Sesam-Bäcker-Bun. Würde ich sagen, gehen wir direkt zum Grill mit den frischen Patties. Und schauen einfach, wie wir sie weiterverarbeiten für euch, belegen und so weiter. So. Hier legen wir die frisch auf den Grill. Die werden bei 280 Grad frisch gegrillt. In allen Garstufen von Medium Rare, Englisch, Medium, Medium Well bis durch. Wir braten sie grundsätzlich Medium Well, dass noch ein leichter, saftiger Kern ist, Rosé. Und dann werden die individuell belegt. Mit Bacon, Käse, das ist unser Klassiker, Journalburger mit Spiegelei. Das ist dann individuell, wie es jeder gerne hätte. Nebenbei ist unser Bacon. Hier kochen die Soßen frisch. Ja, würden wir hier drüben auch nochmal schauen, wie wir die Burger belegen frisch. Auch hier gibt es verschiedene Varianten. Hier ist unser Klassiker, wieder der Cheeseburger. Das ist für unsere Kids. Den haben wir dann auch in verschiedenen Varianten. Mal mit Avocado, mal mit Ananas, mal mit Barbecue-Soße. Ganz individuell, ganz nach Geschmack, wie es jeder gern hätte. Nehmen wir den gerade mit rüber. Hier haben wir den jetzt belegt. Mit Speck, Zwiebel, mit Bacon, mit Cheddar-Käse. Zerschmolzen mit der Glosche hier. Und so wird er dann verpackt und kommt direkt zu euch nach Hause. Was bei uns natürlich auch ein Highlight ist, sind unsere Cocktails, die man natürlich auch im Lieferservice erhält. Die machen wir immer auch frisch und individuell. Unter anderem Strawberry Daiquiri, das ist bei uns so das Highlight. Gibt einige Damen, die sagen Erdbeergedöns dazu. Wird mit Triple Sec, weißen Rum, Zitronensaft, Läuterzucker, wird das Ganze zusammengemischt, wird dann 2 Minuten gemixt in höchster Stufe und dann schön dekoriert und verpackt für zu Hause zum Genießen. So, das wäre der erste. Jetzt machen wir noch einen Mai Tai. Ja, jetzt machen wir noch auch einer unserer Klassiker, das ist der Mai Tai mit weißem Rum, braunen Rum, Mandellikör, Schuss Lime Juice dazu und Ananassaft selbstverständlich. Da achten wir auch auf Nachhaltigkeit, da haben wir hier die Firma Stenger drin, die ist hier aus dem Umkreis. Und da zum Dekorieren machen wir oben drauf auch nochmal einen Schuss schönen braunen Rum, um das Ganze einfach nochmal etwas runder zu machen. Den lassen wir extra über den Löffel laufen, dass er schön oben bleibt und sich auf den Boden absetzt, dass man direkt am Anfang was zum Genuss hat.